Hallo meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat September. Ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen und Aszendenten schauen. So, dann wollen wir doch mal schauen, was ist das Thema für euch? Das ging flott. Page der Stäbe und der Turm. Wow, kein Wunder, dass das so schnell rausgesprungen ist. Was wird denn hier immer schwächer, wovon kannst du dich verabschieden in diesem Monat? Das ist die Königin der Schwerter und was wird immer stärker und immer wichtiger? Die Sieben der Kelche. Na, das ist doch mal was. Ich hätte jetzt gesagt, wir tauschen die beiden Positionen, aber scheinbar sieht es anders aus. Okay, bevor ich jetzt weiterlege, als Thema habe ich den Pagen der Stäbe und den Turm. Ganz klar sieht es für mich danach aus, dass dein Thema sein wird, 100%, aber 100% die Komfortzone zu verlassen. Also in ein Abenteuer zu gehen, Page der Stäbe, ein Wagnis einzugehen, etwas auszuprobieren, Neues wagen. Also verlasse deine Komfortzone, verlasse deinen gewohnten Rahmen. Definitiv, verlasse deinen gewohnten Rahmen, geh da raus, beweg dich woanders hin. Du bist hier schon so wie festgefahren in deinem Turm und es geht jetzt darum, dass du da rausgehst, dass du aus diesem Zustand hinausgehst. Vielleicht fühlst du dich sehr sicher in deinem Turm, aber da findet kein Leben statt, weil du dich da abschirmst vom Leben, weil du isoliert bist, weil du feststeckst. Und für dich geht es darum, dass du dich etwas traust und dass du dich jetzt hinausbewegst in die Welt und dass du was Neues ausprobierst. Das ist das, worum es hier für dich geht. Das ist dein Thema. Das könnte konkret bedeuten, dass du einen Job aufgibst, einen neuen anfängst, dass du was Neues ausprobierst im Beruflichen, dass du einfach eine Reise machst, das könnte das auch sein, dass du umziehst und neue Orte entdeckst. Es könnte sein, jemand Neues kennenzulernen. Auch das nehme ich hier wahr. Ganz unerwartet und ganz plötzlich lernst du jemanden kennen. Page der Stäbe. Du lernst jemanden kennen. Die Person ist total interessant. Und das kommt so unerwartet. Und du denkst dir, wow, aufregend, spannend. Eine interessante Persönlichkeit. Jemand, der auch ein bisschen deinen Horizont erweitert. Wo du merkst, hey, es gibt noch so viel mehr in dieser Welt. Das finde ich super aufregend und super spannend. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Königin der Schwerter, die ja von Klarheit spricht, weniger wird und was mehr wird, sind die Sieben der Kelche, das ist die Unklarheit. Also ich sehe da so ein bisschen den Aspekt, wow, da passiert was Unerwartetes, was Spannendes, was Aufregendes, aber irgendwie seid ihr verwirrt und ihr wisst gar nicht, wo es jetzt hingeht. Ich glaube tatsächlich, dass ihr in einen Zustand kommt der Verwirrung, wo ihr gar nicht wisst, in welche Richtung es jetzt geht, wie ihr euch entscheiden sollt, was ihr tun sollt, wie steht es um eure Gefühle. Ich glaube, eure Intuition wird auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Es könnte auch sehr gut sein, dass es jetzt für euch darum geht, weniger auf den Verstand zu hören, sondern mehr auf das Gefühl, auf die Intuition, auf die Eingebungen, die da kommen. Definitiv sehe ich spirituelles Wachstum für euch, also dass ihr spirituell gesehen, intuitiv gesehen, das Ganze verstärken werdet, aber mit dem Verstand könnt ihr es nicht erfassen. Mit dem Verstand werdet ihr es nicht sehen können. Ihr werdet es nicht kapieren. Ja? Und das nehme ich hier so ein bisschen wahr. Also raus aus dem Verstand, raus aus der Klarheit, mehr in die Unklarheit, aber mehr ins Fühlen, mehr in das intuitive Vorgehen. Und da könnte es sehr gut sein, dass ihr ein Gefühl habt und sagt, hey, das, aber das ist völlig gegen jegliche Vernunft, gegen den Verstand. Aber euer Gefühl sagt, das ist aber das Richtige für mich. Aber euer Verstand kann das nicht erfassen, warum. Und denkt sich, bist du jetzt übergeschnappt? So ein bisschen nehme ich das hier wahr.
Ja, also ihr werdet es verstandesmäßig nicht so kontrollieren können. Es wird euch ein bisschen aus der Komfortzone ballern, das kann ich nicht anders sagen. Also so fühlt sich das an, wirklich rausschießen. Hier, ihr werdet einfach gezwungen werden, etwas Neues zu probieren, etwas anders zu machen als bisher und Dinge zu wagen, auszuprobieren, ein Risiko einzugehen und euch zu trauen. Ihr könnt es nicht kontrollieren. Das ist jenseits des Verstandes. Schauen wir weiter. Was kommt Unerwartetes auf euch zu? Zack, boom, die 9 der Kelche. Eine gute Zeit. Wohin führen euch die Ereignisse? Eine nicht so gute Zeit. Warum? Okay, lassen wir das erstmal so stehen. Wir werden es gleich nochmal verdeutlichen. Das, womit ihr nicht rechnet, ist eine gute Zeit. Ihr werdet hier sehr viel Spaß haben. Ihr werdet die Zeit genießen. Es kann sein, dass hier eine Party ansteht, eine Veranstaltung, eine Feier, ein Fest. Und ihr lasst es euch gut gehen. Und ihr genießt hier einfach das Leben. Ihr seid im Kreise toller Menschen. Ihr habt Spaß. Ihr genießt die Zeit. Es kann sein, dass es hier ein Treffen gibt mit jemandem und es ist phänomenal, es ist einfach, es macht Spaß. Was ich aber auch sehe, ist, dass, also ich glaube, du rechnest nicht damit, dass du noch so eine gute Zeit haben wirst in diesem Monat oder dass hier etwas ansteht, wo du sagst, wow, das ist echt cool, das macht Spaß, dass ich absolute Lebensfreude, ja, ich genieße hier das Leben. Das könnte auch das sein, was hier so ein bisschen auf einmal da ist und auf einmal macht es Spaß und ihr rechnet nicht damit. Aber ich sehe, dass beides in diesem Monat stattfinden wird. Freude ist neben Leid. Leid ist neben Freude. Es ist beides im Feld. Fünf der Kelche. Etwas wird dich traurig machen, ein Verlust von etwas. Emotional etwas loszulassen, jemanden loszulassen, eine Situation loszulassen, etwas wird dich traurig machen. Es könnte sein, dass du trauerst, es könnte sein, dass du bedauerst. Es könnte sein, dass du emotional etwas verlierst, aber hab keine Angst vor dem Kummer, weil auch Freude wird da sein. Beides wird in diesem Monat existieren. Es wird sehr aufregend sein, es wird sehr unerwartet kommen, aber es bringt dir eine Fülle an Möglichkeiten in dein Leben. Es wird nicht langweilig. Es wird auf keinen Fall langweilig für euch, aber sowas von gar nicht. Also eine gute Zeit wartet auf euch. Eine Zeit der Freude und gleichzeitig auch der Trauer. Aber das ist okay, weil beides gehört zum Leben mit dazu. Und davon braucht man oder davor braucht man keine Angst zu haben. Schauen wir mal weitere Informationen. She who resists, die Furchtlosigkeit und die Resistenz, aber auch irgendwo Gerechtigkeit. Ich glaube, da sehe ich die Königin der Schwerter. Schaut mal, sie hält hier dieses Messer, sie hält hier ihr Schwert. Ich glaube, ihr versucht vielleicht gegenüber, ihr versucht euch in Bezug auf etwas zu wehren. Vielleicht wollt ihr nicht in diesen Zustand kommen. Vielleicht habt ihr Angst davor und hier kommt was rein und das nimmt euch emotional mit und das wirbelt hier vielleicht auch einiges auf. Und da könnte alles mit drin sein. Da ist Gutes drin, da ist aber auch nicht so Gutes drin. Und ihr wollt aber in der Position der Königin der Schwerter sein, die einen klaren Kopf bewahrt, die sehr vernünftig ist, die immer die richtigen Entscheidungen trifft zur richtigen Zeit, aber das werdet ihr nicht können. Ihr werdet hier stark in die Emotionen kommen. 7 der Kelche, 9 der Kelche, 5 der Kelche. Eine Fülle, eine Bandbreite an Emotionen. Emotionales Überschwappen, emotionales hoch 10.000. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Es ist super emotional. Es ist hier sehr aufregend. Der Turm, ja, das können auch sehr aufregende Gefühle sein. Und ich glaube, ihr versucht hier das Ganze distanziert zu betrachten, vernünftig zu sein, euch dagegen zu wehren. Aber das wird nicht funktionieren.
Die Königin der Schwerter, die Haltung nimmt hier ab. Und das nehme ich auch hier wahr. Also ihr werdet euch nicht dagegen wehren können. Ihr könnt nicht dagegen ankämpfen, weil es ist jetzt einfach dran. Aber ich sehe es gar nicht so. Ich sehe es nicht negativ, weil ich sehe hier eine gute Zeit, die kommt, womit ihr nicht rechnet. Und es ist auch aufregend und spannend und ein Abenteuer. Schauen wir weiter. Temptation, eine Versuchung. Ja, ich glaube hier, Verführung, Versuchung. Holla, die Waldfee. 7 der Kelche. Hier wird euch jemand wirklich testen. Hier kommt eine Versuchung daher. Und jetzt kommt mir dieses, es gibt doch irgendeine Werbung. Zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Hat das irgendjemand mal in einer Werbung gesagt? Oder wo kommt das jetzt her? Aber irgendwie... Irgendwie sowas in diese Richtung. Ich habe das Gefühl, da ist was Leckeres. Da ist jemand vielleicht auch sehr lecker oder jemand sehr interessant, attraktiv, eine Versuchung, ja? Und ihr sagt so, wow, das zieht mich gerade voll mit, das nimmt mich auch emotional mit. Ihr spürt hier so dieses, ja, da ist was. Und ihr könnt dem Ganzen nicht so ganz widerstehen. Und das kommt vielleicht auch super, super unerwartet und super plötzlich. Der Page der Stäbe kann eben auch jemand sein, der total interessant ist. Jemand, der dir ein Abenteuer bietet. Das kann sowas wie eine Affäre sein, das muss aber nicht eine Affäre sein. Das kann auch jemand sein, wo man von Anfang an nicht unbedingt jetzt gleich den Ehevertrag schließt. Ja, sondern man schaut sich das einfach an. Das kann hier ganz unerwartet zu einem sexy Treffen kommen. Ja, also jemand, der super spannend ist. Und ich glaube, eure Rüstung wird so nach und nach abgebaut. Ihr könnt hier nicht so cool bleiben bei dieser Begegnung. Oder bei dieser Sache. Also es muss nicht im zwischenmenschlichen Bereich sein. Es kann auch irgendeine Sache sein, die total verführerisch ist. Ja, hier ist etwas verdammt verführerisch. Und das finde ich auch interessant. Hier steht, she who resists. Und hier ist die Temptation, also das ist die Versuchung. Ja, und she who resists bedeutet die, die widersteht. Und die Temptation ist die Versuchung. Also man kann dem Ganzen nicht widerstehen. Seht ihr das? Ihr versucht zu widerstehen, aber ihr könnt nicht widerstehen. Und es wird total verwirrend und es ist beides im Feld. Es ist gut, es ist aber auch traurig. Beides, meine Lieben, beides. Aber habt keine Angst davor. Scheut euch nicht davor, weil beides gehört zum Leben. Es kann nicht immer alles nur dieses High sein. Es kann nicht immer alles gut sein und schön sein. Keine Angst vor Verletzungen und vor Schmerz, weil das macht uns menschlich. Meine lieben Jungfrauen, das war's auch schon. Das war eure Legung für den Monat September. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe und würde sagen, bis zum nächsten Video.